Ja, dann begrüße ich Sie alle zu einem Vortrag über eine große Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Was ist eigentlich Buddhismus? Ist es eine Philosophie? Ist es eine Religion? Ist es ein Weg? Und ich höre dann immer wieder Leute sagen, es ist auf keinen Fall eine Religion. Nein, aber eine Philosophie ist es überhaupt nicht. Es ist nämlich nur ein Weg. Nein, es ist eine Ethik. Ja, für mich ist die große Frage, was ist Buddhismus und was ist er für wen? Das unterscheidet sich nämlich. Für manche ist er eine praktische Lebensphilosophie, für manche ist er eine Religion, für manche ist er ein Übungsweg. Je nach der Person, die das fragt, und je nach dem Kontext, in dem Elemente des Buddhismus geübt werden, studiert werden oder vielleicht sogar umgesetzt werden im Leben. Ich möchte ein paar unterschiedliche Facetten des Buddhismus heute Abend beleuchten. Facetten aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen und die vielerlei Bedeutungen, die Buddhismus für uns haben kann. Eine der Inspirationen für den Vortrag heute Abend ist eine Sammlung von Aufsätzen von Jürgen Habermas, der ja dadurch auffiel in den letzten Jahren, dass er sich sogar mit Papst Benedikt unterhalten hat, beziehungsweise noch mit Kardinal Ratzinger, als er noch gar nicht Papst war. Und er hat ein Buch zusammengestellt mit Aufsätzen aus über 20 Jahren, wo er über das Verhältnis von Religion und Philosophie nachdenkt. Und er bezieht sich natürlich primär auf die judäo-christliche Tradition, auf die monotheistischen Religionen, aber macht ab und zu mal so einen kleinen Schlenker Richtung China oder Indien. Und ich habe gedacht, einiges kann man auf den Buddhismus übertragen. Das ist eine meiner Quellen der Inspiration. Eine Grundthese ist, dass die großen Religionen, die wir Hochreligionen nennen, aber auch die großen Philosophien, die uns heute noch inspirieren, heute noch, in der gleichen Zeit entstanden sind ungefähr, am gleichen Punkt in der kulturellen Entwicklung der Menschheit, in der Zeit, die man Achsenzeit nennt. Karl Jaspers, der Philosoph, hat es Achsenzeit genannt und er hat beschrieben, wie zwischen 800 und 200 vor Christi in mehreren großen Kulturkreisen ein kognitiver Schub stattgefunden hat. Nämlich in China, Konfuzius, Laozi, auch Moti, noch ein paar andere. In Griechenland, das ist eine Tradition, die wir zumindest zu unserem Bildungsgut zählen. Sokrates, Platon, Aristoteles. Dann Israel, Palästina, Persien in dem Kontext. Die jüdischen Propheten, dann später in der Folge auch Jesus. Und in Indien ist die große Weisheit der Upanishaden deutlich geworden und der Buddha. Und natürlich Mahavira, die Jains. Und es gibt in dem Sinne eine gemeinsame Wurzel von Philosophie und Hochreligionen. Das ist schon mal eine erste These, die ich heute Abend vorstellen will. Das ist nicht was völlig Getrenntes, sondern die kommen aus der gleichen Quelle. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was war denn in dieser Achsenzeit los? Was ist da passiert? Den ersten Anstoß, darüber nachzudenken, bekam ich von Karl Jaspers, der übrigens der erste Philosoph war, der Buddha nicht nur als Religionsgründer beschrieb, sondern als Philosophen. Er nennt ihn als einen der maßgeblichen Menschen und nennt ihn auch einen Philosophen. Denn er hat unseren Blick auf die Welt verändert. Was war in der Achsenzeit los? Die Achsenzeit war in diesen vier großen Kulturkreisen China, Indien, Griechenland, Palästina, Persien. Eine Zeit des Umbruchs. Die Zeit der streitenden Reiche. In Indien sind die kleinen Wahlrepubliken, die einen gewählten Fürsten sozusagen hatten, wie der Vater des Buddha,
Der war ein Wahlkönig einer kleinen Republik. In vielen dieser Bereiche, da wo dann was Neues passierte, waren Krisen, gesellschaftliche Umbrüche. Es veränderte sich unglaublich viel. Kleinreiche zerfielen, Großreiche haben sich herausgebildet. Man wusste nicht so richtig, wo es lang geht. Und da passiert etwas. Wenn die Zeiten schwierig sind, dann erleben viele Menschen Folgendes. Die kollektiven Erklärungen greifen nicht mehr. Die überzeugen nicht mehr. Und was machen Menschen, wenn die kollektiven Erklärungsangebote, ob die in Mythen, in Riten, in irgendwelchen Geschichten vermittelt werden, wenn die nicht mehr greifen, was machen dann Menschen? Also manche verzweifeln, manche gehen einen Schritt zurück und manche fangen an, selber zu denken. In Umbruchszeiten stellen sich Menschen existenzielle Fragen. Oder heute sagt man, das Leben wird problematisch. Ja, es ist nicht mehr einfach so und es ist in Ordnung. Ich mache es wie meine Eltern, ich weiß, wo es lang geht und die anderen haben so gemacht und dann mache ich das auch und es ist alles in Ordnung. Ich weiß noch, wie ich Anfang 30 war, haben mich manche Leute, die ich von früher kannte, gefragt, ja sag mal, du meditierst, hast du ein Problem? Ich meine, du hast doch Abitur, du hast doch studiert, du hast doch einen guten Beruf, du hast eine nette Beziehung, du hast eine schöne Wohnung, warum? Was brauchst du eigentlich noch? Dann habe ich gesagt, ich weiß es eigentlich auch nicht. Aber ich merke, das reicht nicht. Ja, das heißt, das Leben wird problematisch. Das ist der erste Punkt. Und offensichtlich in dieser Achsenzeit, im ersten Jahrtausend vor Christi, haben viele, viele Menschen in unterschiedlichen Kulturen innegehalten, fanden ihr Leben problematisch und haben angefangen, eigene Fragen zu stellen. Ja, was passiert, wenn man eigene Fragen stellt? Wenn man anfängt nachzudenken, was passiert dann? Ja, man individualisiert sich. Der Prozess der Individuation, des Selbstständigwerdens, der wird unterstützt. Man fängt an, selber zu denken, wie das Hannah Arendt so schön formuliert hat. Selber denken. Selber Fragen stellen führt dazu, dass man anfängt, selber zu denken. Und damit löst man sich aus kollektiven Strukturen heraus. Die waren ja schon wackelig, weil sie nicht mehr erklären können, was da jetzt gerade in der Gesellschaft passiert, was in diesen Umbruchszeiten eigentlich los ist. Die können das nicht mehr erklären, existenzielle Fragen, selber denken. Individualisierungsschub. Dann passiert noch was Interessantes. Wenn mich kollektive Erklärungen nicht mehr zufriedenstellen und ich anfange selber nachzudenken, dann gucke ich auch genauer hin. Ja, ich muss ja selber denken, das heißt, ich brauche Material zum Denken, das heißt, ich muss hingucken. Ich gucke nicht nur durch eine kollektive Brille, das ist so und das ist so und das ist so, alles ist klar, sondern was ist das? Warum bist du denn so? Warum verhältst du dich denn so? Was machst du denn da eigentlich? Man guckt genauer hin bei sich und bei anderen und spürt das eigene Leiden besser, weil man keine kollektive Erklärung dafür hat. Man spürt das eigene Leiden besser und das ist jetzt für mich ein unglaublich zentraler Punkt, warum mich diese Achsenzeit so interessiert. Ich glaube nämlich, wir haben heute wieder eine Achsenzeit. Ja? Ich glaube auch deswegen wird das Thema heutzutage wieder so zentral und es gibt Bücher darüber, über die Achsenzeit. Zum Beispiel Karen Armstrong, eine englische Religionswissenschaftlerin, hat ein wunderschönes Buch, Die Achsenzeit, geschrieben, wo sie mit richtig schönen Bildern diesen Übergang, diese Veränderungen beschreibt. Man fängt an, das eigene Leiden deutlicher zu spüren. Und wenn man das eigene Leiden spürt, dann passiert eine Revolution. Dann kriegt man nämlich das Leiden von anderen Leuten besser mit. Und zwar hört man dann nicht mehr auf, da wo die Familie aufhört. Sondern man kapiert sogar, dass Leute, die nicht zu meiner eigenen Brut gehören, nicht nur meine Leute Aua haben und leiden,
sondern die anderen auch. Das heißt, in diesen vier Kulturkreisen, also wenn man jetzt Persien, Palästina sozusagen als einen Kulturkreis nimmt, Griechenland als einen, Indien als einen, China als einen, dann ist in diesen vier Kulturkreisen in der Achsenzeit die Idee des universellen Mitgefühls entstanden. Das ist unglaublich. Ohne dass es Kontakte zwischen denen gab. Also nicht die einen haben es entwickelt. Es gibt natürlich ein paar Leute, die das behaupten. Aber die sind nach meinem Wissen, aus Lektüre natürlich nur, in unterschiedlichen Kulturen durch ähnliche Bedingungen entstanden. Also Mitgefühl. Universelles Mitgefühl. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine allgemeine Ethik entwickelt. Sozusagen die goldene Regel in dem Park der Kulturen der Welt in Berlin. Da gibt es eine große, ein schönes chinesisches Café und daneben ist eine große Statue von Konfuzius und da ist ein Schild drunter, das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt, da steht drauf, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu, Konfuzius. Dachte ich, oh, ich dachte, das wäre ein deutsches Sprichwort. Inzwischen habe ich eine Monographie gelesen über die goldene Regel und habe festgestellt, dass die in allen Religionen vorkommt, in allen Achsenzeitreligionen und Achsenzeitphilosophien in unterschiedlichen Varianten. Wir finden sie wieder im kategorischen Imperativ bei Kant. Ein bisschen komplizierter formuliert, aber im Prinzip läuft es auf dasselbe raus. Ja, handle so, dass das, was du tust, ein allgemeines Gesetz sein könnte. Der Dalai Lama nennt es natürliche Ethik und sagt, dafür braucht man keine Religion. Das lernt man, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Da lernt man das. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Aber die Revolution in der Achsenzeit war, das gilt nicht nur für meine Leute, für meine Sippe, für meine Familie, für meinen Stamm, sondern das gilt auch für die anderen. Ich meine, wir kennen es vom Gleichnis des barmherzigen Samariters. Das war ein Fremder, ein anderer, der gehört gar nicht zu uns. Und aber Mitgefühl dafür zu haben, ist eine neue Qualität, die in der Achsenzeit entstanden ist. Ein weiterer Punkt in der Achsenzeit, Religion wurde nicht mehr nur als das Durchführen von Ritualen verstanden, die dann einen äußeren Effekt haben. Karen Armstrong beschreibt es sehr schön. Die Reiterstämme haben ein großes Pferdeopfer dargebracht in Indien, ihren Göttern dargebracht, weil sie den Nachbarstamm überfallen wollten. Und dann haben sie den Nachbarstamm überfallen und wenn es geklappt hat, hat es hinterher wieder ein Pferdeopfer gegeben. Danke, ihr Götter, dass ihr meinen Trip unterstützt habt. Also, eigentlich großer Egoismus, der dann durch Rituale unterstützt wird. Und was in der Achsenzeit passierte, also einmal, dass sie kapiert haben, dass den anderen das auch wehtut, wenn man ihre Kinder klaut, ihre Frauen klaut und ihr Vieh und ihre Vorräte, das haben sie plötzlich kapiert. Aber sie haben auch kapiert, dass Rituale nicht nur helfen können, die Energie zu fokussieren, damit man im Außen was machen kann, sondern dass die eine Wirkung auf uns selber haben. Das heißt, in der Zeit wurde die Wirkung von Ritualen auf die Person selber mehr untersucht, erforscht und sozusagen in symbolischen Bildern beschrieben. Ja? Ein Ritual macht primär etwas mit mir. Das findet was in mir statt. Ein nächster Punkt, der in der Achsenzeit entdeckt wurde, von genügend Leuten, dass wir es nie wieder vergessen haben. Dass man Wahrheit nicht in Worte packen kann. Dass alle Aussagen, die man für wahr hält, letztlich nicht kommunizierbar sind, sondern alle Worte sind wie Finger, die auf den Mond deuten. Bei dem Bild versteht man, es nützt nicht so viel, wenn man sich die Finger anguckt und die wiegt und misst und die Farbe beschreibt. Man muss sozusagen das Bild verstehen. Finger, Mond. Man muss kapieren, dass es nicht um den Finger geht, sondern um den Mond. Ja? Es gibt keine objektive Wahrheit, haben damals vor 2500 Jahren sehr viele Leute kapiert. Also ich meine, es war natürlich wenig, aber genügend, dass man es nicht mehr vergessen hat. Es gibt keine objektive Wahrheit. Ansichten sind Ansichten.
Die letztendliche Dimension ist nicht fassbar. Die Essenz von jeder einzelnen Erfahrung ist nicht fassbar. Und das Bild dafür ist Schweigen, Leerheit, Unfassbarkeit oder wie es so schön poetisch in Upanishaden heißt, davor die Worte kehren um. Da machen die Worte nicht mehr mit. Da wissen die, das kapiere ich nicht. Nächster Punkt. Es geht bei der Praxis von Philosophie, die damals noch ein Heilsweg war, und in der Praxis der Religion, der Achsenzeitreligion, der Achsenzeitphilosophie, nicht um eine objektivierbare Wahrheit, die man kriegt als Ergebnis der großen Forschungen, sondern darum, Seelenfrieden zu erwerben. Also nicht eine Weisheit zu finden, die man sagen kann und auf den Tisch legen kann und bewundern kann und durchdeklinieren und ausbuchstabieren, sondern es geht darum, Seelenfrieden. Ja, und noch ein Punkt. In der Zeit wurde irgendwie verstanden, geahnt, dass es zwei große Dimensionen von Erfahrung gibt. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das Fassbare und das Nichtfassbare. Und das Bild dafür, was mich am meisten inspiriert, ist das gleichschenklige Kreuz. Also nicht das Kreuz, wo Jesus dranhängt, das hat nochmal eine andere Bedeutung. Das kann man auch überlegen, was das alles zu bedeuten hat. Annehmen von Leiden, ja, nicht abwehren. Aber das gleichschenklige Kreuz, es gibt die horizontale Dimension der Vielfalt, der 10.000 Dinge, der Sinne und des Verstandes, was man mit den Sinnen und dem Verstand und der Schulweisheit fassen kann. Und die vertikale Dimension, Schweigen, Gott, Urgrund, Unfassbarkeit, Leerheit, Nirvana, der Himmel, was auch immer man dafür nimmt als Bild, es ist nicht fassbar. Also die Erkenntnis, jede Erfahrung ist mehr als wir begreifen, wie Hans-Peter Dörr sagt. Jede Erfahrung. Und das haben die damals schon geahnt. Ein Ethnologe, der Gräber, er hat ein Buch über die Geldwirtschaft geschrieben. Schön, die ersten 5000 Jahre. Das ist einer der Vordenker von Attac und der Wall Street Bewegung. Der hat die gute Überlegung angestellt. Er hat gesagt, es ist interessant, es gibt ein paar Religionen und Philosophien, die von den zwei Dimensionen von Wirklichkeit reden. Der Fassbaren und der Unfassbaren. Interessanterweise ist diese Theorie zur gleichen Zeit entstanden wie das Prinzip des Geldes. Und das Geld hat eine konkrete Dimension, nämlich Geldstücke, Goldstücke, ja, was man anfassen kann und sehen kann, und eine unfassbare Dimension, die Bedeutung, die man dem gibt, was letztlich Vertrauen ist in die Institutionen, die dieses Geld verwenden. Gleiche Zeit. Ist auch interessant. Ist nur ein kleiner Schlenker, wie alles irgendwie zusammenhängt. Das fand ich auch in der Achsenzeit. Dass Geld als Zahlungsmittel entstanden ist, weil man nämlich die vielen Soldaten, die man in der Umbruchszeit brauchte, lokal unabhängig bezahlen musste. Ja, und da war es günstig, wenn es irgendwas gab, was man tragen konnte, was bei denen das Vertrauen geweckt hat, dass sie damit was anfangen können. Auch interessant. Gut. Also in der Achsenzeit ist viel passiert. Und in der Zeit sind unsere großen Philosophien und großen Religionen entstanden. So. Erste These. Religion und Philosophie. Hochreligionen und unsere große Philosophie hat die gleichen Wurzeln. Von daher sind sie keine Gegensätze. Jetzt will ich was zum Begriff Religion sagen. Bedeutung von Religion und dann noch mal ein bisschen was zur Philosophie und dann, was ich damit mache in der Praxis des Buddhismus, im Studium des Buddhismus, in der Reflexion des Buddhismus als abendländische Frau. Religion. Es gibt diesen Begriff Religion, der hat drei Etymologien, die sehr interessant sind.
Cicero führt es zurück auf religare, zurückbinden an den Ursprung. Was auch immer das ist, ob das Gott oder Buddha-Natur, Nirvana, das Unbedingte ist, ein Zurückbinden. Dann relegere, das hat Lactanz so verwendet, sorgfältig beobachten. Da fällt mir natürlich sofort die Achtsamkeit ein. Ja? Damals primär verwendet für Rituale, wo man ganz genau hinguckt, wie man die durchführt. Relegere. Augustinus hat es als Religere, als Wiederlesen, im Sinne aber auch als Auswählen und dann als sich entscheiden für etwas. Und in dem Sinne kann man sagen, Religion ist ein System von Lehren und Übungen, was uns hilft, uns zurückzubinden zur tiefen Dimension. Nicht zu einem historischen Ursprung, sondern zu der tiefen Dimension in uns. Es hat was damit zu tun, dass wir genauer hinschauen, relegere, sorgfältig beobachten. Und es hat damit zu tun, dass wir uns dafür entscheiden, bestimmte Übungen, bestimmte Sichtweisen zu üben, eine bestimmte Perspektive auf Leben einzunehmen. Das ist ja sozusagen eine ganz weite Interpretation von Religion. Wenn man jetzt sich mit Religion beschäftigt, ist natürlich klar, es ist immer eine Möglichkeit, es von innen her aus der Teilnahme heraus zu untersuchen und von außen auf Religion zu gucken. Das wären dann die ganzen vergleichenden Religionswissenschaften. Religion wird sehr unterschiedlich verstanden. Ich meine, der Begriff kommt aus dem Protestantismus in dieser allgemeinen Verwendung. Zum Beispiel die Inder, die sagen nicht Religion. Die sagen Sanatana Dharma, das ewige, die ewige Lehre, das ewige Gesetz. Auch die Buddhisten reden nicht von Religion, sondern die sagen Chö. Chö ist das gleiche wie Dharma, das heißt Realität, das, was wirklich ist. Ja? Also es gibt unterschiedliche Bedeutungen, die unterschiedliche Religionen den Begriffen geben, mit denen sie sich selber bezeichnen. Ja? Da ist das Wort dabei Lehre, dann Überlieferung oder Tradition, vielleicht sogar eine ganze Kultur, eine bestimmte Lebensweise. Und es gibt in dem Sinne nicht einen richtigen Begriff von Religion, sondern der ist sehr, sehr schillernd, aber man muss immer sagen, was man damit meint. In der christlichen und buddhistischen Tradition gibt es so eine Dreiergruppe jeweils. Die Buddhisten nehmen Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. Buddha ist das Ziel, die Vision eines entfalteten, erfüllten Menschseins. Dharma, der Weg, die Lehren und Übungen, die man üben kann. Und Sangha, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Übenden. Und man sagt, ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha im Außen, damit ich das im Inneren realisieren kann. Ja, ich habe eine Vision, erfülltes Menschsein, Buddha. Das geht nicht darum, den im Außen primär zu verehren, sondern der Respekt im Außen soll dazu dienen, dass wir im Spiegel des Buddha erkennen, was wir selber an Möglichkeiten haben. Dharma ist die Übung, die Lehre, die Übungen, die Lehren, die man versteht, mit dem Verstand, die man machen kann. Was aber dazu führt, dass man selber Weisheit entwickelt. Das nennen sie das Dharma der Erfahrung. Das Dharma der Schrift, der Lehren, wird zum Dharma der Erfahrung, zur eigenen Sicht auf die Welt, zum tiefen Verstehen. Und Sangha, vertikal gesehen, sind die Lehren und horizontal die, mit denen wir zusammen üben. Ja, und es geht darum, selber Sangha zu werden, Wegübende. Im Christentum spricht man von Gott, Bibel und Gemeinde. Ja, oder Kirche. Ja? Also Gott ist sozusagen das unfassbare Prinzip. Im Bild von Jesus ist es das Vorbild. Dharma, die Bibel, enthält einmal die Geschichten, aber auch Hinweise zur Ethik. Ja? Und die gilt als erfüllt vom Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist. Und dann gibt es die Kirche als die Gemeinschaft der Übenden. Und das Prinzip heute noch
des Christentums ist die Gemeinde, die die zusammen üben. Eigentlich, das ist die Idee. Ja? Ja, wenn ich jetzt Religion im weiteren Sinne, wie ich das heute Abend vortrage, betrachte, gibt es bei allen Hochreligionen so etwas wie eine Urerfahrung, das Erwachen des Buddha, oder eine Offenbarung, wie Bibel, aber auch später der Koran, ja? Tora. Dann gibt es die Schriften, ein Korpus von Schriften, das sind die Schriftreligionen, die sozusagen versuchen, das Unfassbare in Worten und Geschichten und Bildern und Gleichnissen zu fassen. Dann gibt es irgendeine Form von Kultus, von Praxis, von Übung, ob das Messe heißt oder Gottesdienst oder Gebet oder Meditation oder Übung. Es gibt etwas, was man tut, was man gemeinsam tut, aber auch alleine tut. Dann gibt es sozusagen den Zeitgeist von früher. Das ist die Überlieferung. Denn jede Generation muss diese Urerfahrung, die in den Schriften und Lehren überliefert wird, für ihre Zeit neu übersetzen. Immer wieder aktualisieren. Und das ist sozusagen in der Überlieferung, in der Tradition festgehalten. Und ich finde es interessant, dass die katholische Kirche da sehr klar ist. Sie sagt, wir haben zwei Quellen. Die Bibel und die Überlieferung. Also die Interpretationen der vergangenen Generationen. Die waren ja nicht alle dumm, sondern die haben ja auch versucht, jeweils für ihre Zeit das nochmal neu zu interpretieren. Insofern ist es auch wichtig. Und auch in der buddhistischen Tradition gibt es da unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt Schulen, die primär auf die Schriften des frühen Buddhismus sich verlassen, ja, den alten Kanon. Und es gibt Traditionen, wie die tibetische oder auch die ganzen chinesischen und die Zen-Tradition, die Überlieferung, die Interpretationen in den verschiedenen Jahrhunderten genauso wichtig nehmen, ja. Ja, und dann gibt es heutige Herausforderungen. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir eine Religion wirklich üben und studieren, also nicht alle müssen alles machen, aber sozusagen einige studieren viel und einige üben besonders viel und einige machen beides und manche machen ein bisschen was und manche machen viel. Wenn wir sozusagen immer wieder miteinander reden und uns verständigen, dass wir dann auch in der Lage sind, die Fragen von heute, die existenziellen Fragen von heute zu beantworten. Ja, also Religion entstanden in der Achsenzeit. Jetzt möchte ich was zu Philosophie sagen. Philosophie. Philosophia ist unser Begriff dafür. Die Liebe zur Weisheit. Ja. Was ist der Kern der Philosophie? Ich denke, dass Karl Jaspers da was Gutes, Wichtiges beschreibt, wenn er sagt, der Anfang des Philosophierens ist das Staunen, sagen auch Aristoteles, Platon, Thomas Zane, Staunen. Und es führt in zwei Richtungen. Das eine ist in das existenzielle Hinterfragen, immer wieder hinterfragen, 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 nachfragen, was bedeutet das? Und die andere Richtung führt zu dem, was wir dann später als moderne Wissenschaften kennen. Also sozusagen kleinteiliger untersuchen, die Materie untersuchen, staunen. Wie funktioniert das? Und das andere ist das Staunen, wo sozusagen immer auch die Leerstelle mitgedacht wird. Das, was man nicht versteht. Staunen. Jaspers sagt zum Philosophieren als Tätigkeit, sehr wichtig, Tätigkeit als Tun, gehört der Zweifel und auch die Erschütterung oder die Grenzerfahrung, das nennt er so. Und in der Grenzerfahrung, durch das existenzielle Fragen, durch das Hinterfragen, entdecken wir das, was wir alles auch nicht wissen. Und eigentlich gute Wissenschaftler sagen das auch. Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Ja? Und das ist für mich auch lebendiges Philosophieren, ist also nicht Zitate runterbeten können. Also ist schon gut, wenn man die Tradition ein bisschen kennt, klar.
Aber es geht darum, das als Werk, als Prozess, philosophieren, selber denken, hinterfragen. Dann macht uns das immer wieder klar, es gibt ganz vieles, was ich nicht weiß, aber auch nicht wissen kann. Und das ist jetzt sozusagen die wunderbarste Definition des kontemplativen Lebens, die ich kenne, von Hannah Arendt, meiner Lieblingsphilosophin, Schülerin von Jaspers. In der Vita Contemplativa, im kontemplativen Leben, ist beides zusammen. Das Philosophieren und die religiöse Dimension, und zwar in dem Sinne, in der Vita Contemplativa, im kontemplativen Leben, geht es darum, selber denken zu lernen, auch Philosophieren genannt. Die Schriften kennen gehört zum aktiven Leben, das gehört zur Kultur. Vita Contemplativa im Sinne von kontemplativem Leben bedeutet, ich fange an, selber zu denken. Das ist Philosophieren. Und wenn man das gründlich macht und dieses existenzielle Fragen lernt, das tiefe Fragen, das Hinterfragen, führt uns das an die Grenzen des Denkens. Dann führt uns das dahin, dass wir das, was wir denken, als Gedanken erkennen und immer tiefer verstehen, das, was man denken kann, ist nicht alles. Und dann kommt der zweite Aspekt des kontemplativen Lebens, das nennt Hannah Arendt das Denken überschreiten, transzedere. Und das haben die Griechen schon sehr offen formuliert. Die haben nicht gesagt, man muss jetzt Gott entdecken und Gotteserfahrung machen, sondern über das Denken hinausgehen. Ja? Und wenn ich das heute interpretiere, sage ich, das ist die Erfahrung des Nirvana, Nirvana-Erfahrung. Es kann eine Gotteserfahrung sein, es kann die Erfahrung von Leerheit sein, dass alles leer ist von dem, was wir darüber denken, wie auch immer man das nennen will, ja. Und wenn dieser zweite Aspekt des kontemplativen Lebens, also der erste ist Denken, selber denken, die Grenzen des Denkens erkennen, verstehen, Gedanken sind Gedanken und nicht ein Abbild der Wirklichkeit. Und dann das Denken überschreiten und das, ja. Das kann man natürlich, man kann ja beides nicht machen. Ich kann mir zwar wünschen, dass ich selber denke, aber ich kann ja nicht irgendwie einen Schalter umlegen und sage, jetzt denk mal selber. Das braucht eine Leidenschaft. Das braucht ein Fragen. Das braucht ein Suchen. Das braucht eine kontemplative Haltung, ja? Interesse, ein Forscherinteresse, ein Forschergeist. Wenn wir das Denken überschreiten, mit dieser guten Vorbereitung des Selberdenkens, ja, haben schon Gedanken als Gedanken erkannt, dann führt das zu dem, was die Psychologie Urvertrauen nennt. Die christliche Tradition und die jüdische Tradition und die islamische Tradition nennt es Gottvertrauen. Ja, und im Zen sagen sie, wir sitzen im Vertrauen auf Buddha Natur. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Man vertraut auf das, was man nicht fassen kann, was aber nicht nichts ist. Ja? Und ich glaube, auch deswegen gibt es religiöse Rituale und Praxis in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, weil man Menschen braucht, um dieses Vertrauen zu entdecken, was hinter den Worten zu finden ist. Ja, Philosophie war früher in der griechischen Zeit ein Heilsweg. Das traut man sich heute nicht mehr. Ja? Und Habermas, jetzt komme ich wieder zu ihm zurück, sagt auch deswegen, glaube ich, ist das Gespräch zwischen Religion und Philosophie sehr fruchtbar. Denn es gibt einen Bedeutungsüberschuss in den religiösen Traditionen, den die Philosophie, und zwar das nachmetaphysische Denken, übersetzen kann, finden kann und übersetzen kann. Und seine Überlegung ist,
Die Utopien der Moderne sind etwas erschöpft. Wir haben nicht mehr so viele Ideen, wie wir die Moderne gestalten wollen oder die Postmoderne. Wir sind etwas erschöpft. Wir überlassen inzwischen die Gestaltung der Gesellschaft den Marktkräften. Und das ist ein bisschen ungeschickt und das ist ein bisschen zu wenig. Und vielleicht kann das Gespräch mit den Religionen einen gewissen Bedeutungsüberschuss fruchtbar machen, weil da haben die Religionen eine große Kompetenz in der Formulierung von sozialen Werten, in der Formulierung von der Bedeutung des Zusammenlebens. Das ist zum Teil zwar etwas altmodisch formuliert, deswegen müssen auch beide miteinander reden, aber man könnte da etwas entdecken. Und ich sage es jetzt nochmal in den Worten von Habermas oder in seinen Gedanken und dann komme ich zu meiner Haltung zur ganzen Geschichte, die natürlich in allem, was ich sage, durchscheint, weil ich ja auswähle. Habermas meint, reflexiv gewordene Religionen oder die reflexiv gewordenen Personen in verschiedenen Religionen können mit Philosophen, die nicht nur Universitätsphilosophie üben, sondern das nachmetaphysische Denken praktizieren, das heißt selber philosophieren, existenzielle Fragen stellen. Die können miteinander reden. Und er sagt, der Anspruch, den ich habe an mich, sagt Habermas, an das nachmetaphysische Denken ist, wir sollten die Aussagen von religiösen Menschen ernst nehmen. Und sie nicht einfach für altes Zeug halten. Wir sollten zuhören und sie ernst nehmen und nach dem Bedeutungsüberschuss, den sie möglicherweise haben, fragen. Und der Anspruch an reflexiv gewordene Religionen ist, sich allgemein zugänglich ausdrücken zu lernen. Also der Anspruch an Vertreterinnen von Religionen, die noch lebendig sind, die müssen, also einige zumindest, müssen bereit sein, sich in einer Sprache auszudrücken, die in der Zeit verstanden wird. Also können nicht nur auf ihren alten religiösen Metaphern und Bildern beharren. Und jetzt bin ich bei meiner Rolle. Für mich ist Buddhismus sehr, sehr vielschichtig. Für mich enthält Buddhismus Elemente einer Philosophie, einer Achsenzeitphilosophie. Buddhismus lehrt mich, existenzielle Fragen zu stellen, lehrt mich, selbstständig zu denken. Der Buddhismus ist aber auch eine Religion in dem Sinne, als er mir hilft, mich zurückzubinden an das, was vor der Sprache ist, an eine Tiefendimension, die ich als Kind im Katholizismus erlebt habe, die ich dann verloren habe, als der Verstand anfing zu funktionieren und die religiösen Vertreter in meiner Jugend in den 60er Jahren meine existenziellen Fragen nicht beantworten konnten. Die Standardantwort meines Stadtpfarrers war, wenn du solche Fragen stellst, dann bricht irgendwann das ganze Gebäude der Lehren zusammen. Er hatte recht. Er hatte recht, es ist passiert. Ja? Buddhismus ist für mich eine Philosophie im Sinne von praktische Philosophie, Lebensphilosophie, philosophieren, lehren, nachdenken, existenzielle Fragen stellen und mich an die Grenzen des Denkens führen. Buddhismus ist für mich ein religiöser Weg, weil er mir Übungen, Praktiken gibt, die mich zu diesem Raum des nicht mehr Fassbaren, jenseits von Worten, hinführt, also mir hilft, das Denken zu überschreiten. Und ich finde da bestimmte Arten von Gesängen, von Bildmeditationen, von Vorstellungen, von Rezitationen sehr hilfreich. Das mag an meiner katholischen Vergangenheit liegen. Ich habe einen Zugang zu Ritualen, aber ich glaube auch, um dieses tiefe Vertrauen in das Leben wieder zu entdecken
brauchen wir eine Gemeinde, mit denen wir zusammen üben können. Weil, ich meine, eine Gruppe ist größer als ich und das, was uns alle trägt, die Tiefendimension, die ist auch größer als ich. Also ich muss irgendwie lernen, dieses, ich mache das alles alleine, aus dem muss ich rauskommen. Ich soll schon selber denken, aber ich kann alleine es nicht entdecken. Und da brauche ich Menschen dazu. Da brauche ich Vorbilder, aber auch Mitübende. Für mich ist Buddhismus aber auch vor allen Dingen ein Weg. Ein Weg, den ich gehe, wo ich bestimmte philosophische Elemente nehme, wenn sie mir helfen. Bestimmte rituelle, religiöse Elemente übernehmen, wenn sie mir helfen, aber nicht sozusagen als Gesamtpaket. Ich muss die buddhistische Philosophie wie keine andere, genauso. Ich muss keine Philosophie als ein Paket übernehmen. Denn Philosophie als Philosophieren, als Tätigkeit, als Übungsweg bedeutet, ich muss es für mich selber produktiv machen. Also Philosophie ist nicht nur eine äußere Wissenschaft, die man parallel zur Physik und Chemie sozusagen von außen lernen kann, sondern bei der Philosophie ist ja immer, schwingt immer mit, was bedeutet das für mich? Deswegen ist es auch so schwer, Philosophie wirklich als Wissenschaft zu etablieren und dabei lebendig zu bleiben. Denn entweder man macht es zu Texten, die man halt studiert, draußen, oder man bezieht sich selber mit ein, dann ist es keine objektive Wissenschaft, weil ich bin ja mit dabei. Das ist immer das Problem. Ja, deswegen klappt es auch nicht so richtig. Genauso wie mit der Psychologie. Wenn man das draußen lässt, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Man muss sich selber mitnehmen und sich selber kann man ja nicht objektivieren. Wenn man das tut, dann ist man schon wieder draußen. Schwierig. Ja? Also für mich ist Buddhismus eine Philosophie von Fall zu Fall, eine Religion von Fall zu Fall, ein Weg auf jeden Fall, wo ich mit dem übe, was jetzt hilft. Ich muss auch weder bei einer Philosophie noch bei einer Religion, also auch beim Buddhismus nicht, das ganze kulturelle Paket übernehmen. Mein wichtigster tibetischer Lehrer, Lama Yeshe, konnte ganz gut Englisch. Der hat zu uns immer gesagt, ich kann euch beibringen, was ich im tibetischen Buddhismus gelernt habe. Was ihr daraus macht, was bei euch funktioniert im Westen, das müsst ihr selber rausfinden. Das kann ich euch nicht sagen. Einfach ausprobieren. Und er hat uns damit auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht, dass wir das auch können. Ich halte es für sehr wichtig, in dieser Achsenzeit, in der wir uns heutzutage befinden, den großen Schatz, den wir an europäischer Philosophie, aber auch an außereuropäischer Philosophie haben, Achsenzeitphilosophie, China, Indien, Griechenland, großen Religionen, diesen Schatz zu nutzen, aber eben zu nutzen im Sinne von, was bedeutet das für mich? Was kann das für mich bedeuten? Und genauso, wenn wir uns angesprochen fühlen, weiterhin vom Christentum oder vom buddhistischen Weg, auch da zu gucken, was passt zu meiner Lebenssituation? Ja, wir sind in einer Umbruchszeit, wir müssen das ausprobieren und was ich da sehr hilfreich finde, ist das Gespräch mit anderen Menschen, die üben und studieren. Und zwar nicht nur jetzt im Buddhismus, das mache ich gern, dass ich mich mit buddhistischen Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Traditionen, die anders üben als ich, die andere Texte wichtig finden als ich, mit denen mich zusammensetze und immer wieder versuchen, die herauszufinden, was ist hilfreich, was kann man wie übersetzen, was ist für unsere heutige Zeit fruchtbar. Und da haben wir natürlich alle verschiedene Meinungen. Aber ich schätze auch sehr den Dialog mit anderen Religionen und ich profitiere unendlich viel von der Beschäftigung mit europäischer Philosophie, vor allen Dingen von der Beschäftigung mit der Philosophie, wo es ums Philosophieren geht und nicht um das Darstellen von Systemen. Ja, ich übe mit dem, was mich inspiriert. Ich lese gerne das, was mich inspiriert. Ich denke, dass Philosophie und Religion in dieser unendlichen Vielfalt, wie die beiden heute erscheinen, keine Gegensätze sind, sondern unglaublich viel profitieren können
vom Gespräch miteinander, denn ich glaube, wir sind wieder in einer Achsenzeit, wo vielleicht die Individualisierung noch weitere Fortschritte macht, aber auch wir das lernen, was uns die besten Gestalten von Religion und Philosophie beibringen können, nämlich zweistufig zu denken. Das ist etwas, was wir in der Achsenzeit zum ersten Mal entdeckt haben, dass es verschiedene Perspektiven aufs Leben gibt. Zweistufig denken heißt, ich kapiere, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf das Leben. Also nicht alles ist Materie und der Geist ist ein Epiphänomen der Materie. Oder es ist alles aus Bewusstsein entstanden und Materie ist einfach verdichtetes Bewusstsein. Ich weiß es nämlich. Ich meine, es ist wie mit der Welle und dem Teilchen. Ja, wenn man vom Bewusstsein her guckt, dann kann man sagen, ja, alles, was ich habe, ist Bewusstsein. Mehr habe ich nicht. Alles, was ich über die Welt sage, ist durch Bewusstsein gefiltert. Also kann ich nicht sagen, dass es Materie objektiv gibt. Denn das erkennt ja schon wieder an Geist. Ja? Ich kann aber auch nicht, wenn ich dann objektiv gucke, aus der dritten Personenperspektive, mein Gehirn untersuche, dann weiß ich natürlich, ja, die denkt gerade, also gut, bei mir selber nicht, aber bei anderen Leuten, die denken gerade und dann gibt's da Licht und da ist Blutfluss und da ist elektrische Ladung und da ist alles. Also der Geist ist ein Epiphänomen von der Materie, ist ja klar. Also ich meine, Geist ist eigentlich das Gehirn. Aber wie Habermas sagt, das Gehirn denkt nicht. Es ist der Geist, der denkt. Und einmal kann man sozusagen die Materie angucken, von der materiellen Seite her, und das andere Mal kann man von der geistigen Seite her drauf gucken. Und die beiden muss man nicht verbiegen, damit man das eine aufs andere reduzieren kann. Das sind zwei Perspektiven. Das ist ein Beispiel für zweistufiges Denken. Man kapiert, das haben die Quantenphysiker irgendwann auch kapiert, ja, ist es nun eine Welle oder ein Teilchen? Ja, wenn ich so gucke, ist es eine Welle. Und wenn ich so gucke, ist es ein Teilchen. Wenn ich so gucke, Materie. Wenn ich so gucke, Geist, Bewusstsein. Das ist zweistufiges Denken. Und Religion und Philosophie können uns helfen. Ich möchte an der Stelle den Vortrag beenden. Okay.